So, Freunde, und es geht weiter mit London 2012, das Let's Play zu den Olympischen Sommerspielen. Und ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Also, wir befinden uns mittlerweile in der 76. Folge und leider muss ich das Pensum der Folgen ein wenig runterschrauben. Also, zwei Folgen am Tag schaffe ich wohl nicht mehr. Ich muss das wohl auf eine Folge reduzieren, weil jetzt auch andere Let's Plays anfangen. Und weil es einfach sonst ziemlich zeitintensiv auch ist. Und ich kann auch lange nicht jede Folge zeigen, weil dann teils die Turniere abgebrochen werden. Und das ist dann, das nimmt immer eine Menge Zeit in Anspruch. Also eine Folge jetzt nur noch am Tag. Bevor ich es ganz aussetze, habe ich mir gedacht, mache ich wenigstens eine am Tag. Und ich hoffe mal, dass wir das dann beibehalten können erstmal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid weiter. Und wir wollen heute natürlich wieder ein Turnier spielen. Und das gefällt mir von den Disziplinen ja gar nicht so richtig. Bogenschießen, ja, ist schon besser. Ah, ist wieder weg. Trampolin. Und Gewichtheben. Na gut, also 100 Meter, 400 Meter, das wird wieder schwierig werden, da eine Medaille zu holen. Da habe ich leider nicht ganz den Touch für die 100 Meter und für die 400 Meter irgendwie auch nicht. Ich hoffe aber mal, dass wir da jetzt irgendwie langsam mal uns ein bisschen verbessern können. Und hier ein bunt gemischtes Feld, zwei Briten, ansonsten Irland, Schweiz, USA, Jamaika vertreten und natürlich unsere Wenigkeit. Und ich bin mal gespannt, was wir hier heute reißen können. Ob wir vielleicht mal bei einem Achterfeld unter die ersten zwei kommen können. Mal sehen. Los geht's mit dem 100 Meter. Und ich kann es echt nicht verstehen. Ich bin fast die ganze Zeit am oberen grünen Bereich. Und habt ihr gesehen, was die da wegkommen? Also, wir sind 10,60. Na gut, guckt euch die Zeit mal an. Also, fast durchgehend am oberen Bereich beim Grünen. Und trotzdem, ja, über eine Sekunde Rückstand. Ich kann es mir echt nicht erklären. Liegt das an Deutschland? Ich weiß es nicht. Also, vierter Platz hier hinter den Medaillenträgern. Und jetzt geht's zu den 400 Meter. Und da rechne ich mir nicht wirklich ein besseres Ergebnis heraus. Aber wir werden sehen. Aber ich denke mal, das wird so ähnlich ablaufen, wie der 100 Meter Sprint. Und los geht's mit den 400 Metern. Ja, hier muss man immer abwägen. Maximum laufen möglichst und am Ende dann der Sprint. Also, achter Platz, ey. Das kann gar nicht sein. Auch hier laufe ich wieder am Maximum. Also, da muss man aufpassen, dass man hier die Puste nicht vergibt. Ich will zumindest nicht letzter werden. Aber ja, ich verstehe es einfach nicht. Also, ich werde mir hier vor der nächsten Folge wohl nochmal irgendwie Hilfe holen. Ich habe keinen Schimmer, wie man das hier am besten macht. Ich glaube, wir waren auch schon mal deutlich besser. Allerdings war das gegen den Computer. Da musste man nicht unbedingt immer mit den ersten drei mitsprinten. Und auch nach der zweiten Disziplin, aber das hätte ich euch vorher schon sagen können, sind wir hier ohne Medaille. Und zwar deutlichst. So, wann geht's denn endlich weiter?
Oh, wer lässt sich denn? Hat Ravai hat das Spiel verlassen, der Jamaikaner. Okay, der hat gerade Silber geholt. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Und jetzt geht's auch weiter. Ah, jetzt verlassen sie alle. Jetzt müssen wir... Gucken wir mal. Also zwei sind raus. Ich weiß gar nicht. Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst, ob da auch vorher noch einer raus ist. Wir werden sehen. Jetzt sind wir nämlich erstmal beim Schwimmen. Und da rechne ich mir Medaillenchancen aus. Also hier hatte ich schon vor, mindestens Silber mitzunehmen. Wir werden sehen. Jawohl, sechs Verbliebene noch. Und los geht's. Oh, da sind wir nicht gut in die Schwimmphase reingekommen. Aber wir sind nicht weit weg von der Spitze. Das sehen wir hier an der grünen Linie. Oh, jetzt langsam aber. Oh Mann, jetzt verlieren wir hier richtig Zeit. Jetzt müssen wir volles Risiko gehen, um hier noch eine Medaille zu holen. Und jawohl, das ist ja der dritte zumindest. Und das bleibt der dritte. Also, immerhin Bronze geholt. Aber trotzdem ein bisschen enttäuschend. Hier hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber hier sind wir nicht so gut in der Schwimmphase, in die Schwimmphase reingekommen, nachdem wir in der Tauchphase waren. Und jetzt Trampolin. Das habe ich im Online-Turnier noch gar nicht gemacht. Da rechne ich jetzt mal mit ziemlich identischen Ergebnissen. Also das hat mal gegen den Computer ja immer recht gut gewonnen. Bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich eine Zehntelentscheidung. Und wir nehmen selbstverständlich die schwierigste. Und los geht's. Okay, das war schon mal nix. Okay, den müssen wir auch nochmal machen. Aber wir haben ja Zeit. So, jetzt einmal kurz einen Zwischensprung und weiter geht's. Oh, das war falsch. Und nochmal einen Zwischensprung. Und ich habe leider nicht alle gemutet, deswegen sind hier immer so ein bisschen Nervgeräusche dazwischen. Das tut mir leid. Und der letzte Sprung. Und das war's. Also, ein bisschen hatten wir noch über. Und das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Da bin ich mal gespannt, was das Endergebnis hergibt. Ob das eine Medaille wird oder nicht. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja, 43,6. Und das ist Gold. Ja, wunderbar. Relativ deutlich vor den Schweizern. Und da holen wir hier mal eine Goldmedaille bei. Ja, super. Also, haben wir gut gemacht. Bin ich richtig stolz auf mich. Und eine Disziplin haben wir ja noch. Das ist das Gewichtheben. Da können wir theoretisch auch Gold bei rausholen. Da hatten wir beim letzten Mal 217. Aber da war dann ein so ein Crack bei 220. Das war ein bisschen heftig. Ich würde sagen, wir fangen hier mal wieder mit 215 an. Und dann nehmen wir wieder die 217. Und dann mal gucken, wie es dann steht. Also, los geht's, erster Versuch. A heavy selection, but if you want glory at the Olympics, that's exactly what you have to do. It's now all about whether he can achieve it. Looks confident here to me. Oh, das sieht nicht gut aus. Nein.
Das war ein bisschen schräg. Das war ein bisschen schräg. Schade, schade. Und dann gucken wir mal, was die Konkurrenz hebt. Also, machen wir doch gleich 216. Die 215, die bringt uns jetzt auch nichts mehr. Zack. Und da müssen wir jetzt natürlich hoffen, dass wir die heben, damit wir überhaupt eine Medaille erstmal kriegen. Und das sieht gut aus. Na komm. Jawohl. Und die 216 haben wir. Welcher Platz ist das? Und das ist aktuell der erste Platz. Der Brite hat die 216 nicht geschafft. Und ich würde sagen, wir machen gleich die 218, weil der wird jetzt sich wahrscheinlich 217 nehmen. Also wir gehen auch in die Vollen. Aber vielleicht reicht es auch ohne, dass wir jetzt die 218 heben. Los geht's. Ah, das ist ein bisschen schief. Nein, das war nix. Also, jetzt müssen wir hoffen, dass wir vorne bleiben. Und wir sind leider noch verdrängt worden, aber es ist immerhin Silber. Also, wir holen einmal Silber, einmal Bronze, einmal Gold. Das ist, glaube ich, bei 5 Disziplinen, wo 2 Laufdisziplinen waren, gar nicht mal so schlecht. Also, ich bin da auf jeden Fall mit zufrieden. Und was ergibt das als Gesamtresultat? Gesamt 2, das ist immer noch Gewichtheben. Das wäre sonst schön gewesen, wenn wir jetzt Gesamt 2. sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir sind Gesamt 3, aber ganz knapp. 7 und 8 haben 1. und 2. Also, das war doch eine erfolgreiche Runde. Und so darf es doch sehr, sehr gerne weitergehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bei London 2012. Bis dann.